Herzlich willkommen zu Miele kocht. Heute haben wir das Thema Brot und Brötchen aus dem Backofen und dem Dampfbackofen. Ich bin Ibi und in meinem täglichen Leben dreht sich mein ganzer Tag um das Thema Küche. Und wer Lust hat, mich bei diesen ganzen Themen zu begleiten, folgt mir doch gerne auf meinem Insta-Kanal Ibis Küchenglück. Da zeige ich euch und nehme euch mit in die Reise der Küchen-Elektrogeräte und der ein oder anderen Interior-Artikel. Ich bin heute nicht alleine in dieser wunderschönen Miele-Showküche, habe tatkräftige Unterstützung aus dem Headquarter aus Gütersloh. An meiner Seite heute der Culinary Manager von Miele. Herzlich willkommen, Tobias Wulfmeier. Hallo Ivi, ich freue mich da zu sein. Nach einer kleinen und fast schon langen Sommerpause sind wir endlich wieder da und vor allem mit diesem grandiosen Thema. Denn diejenigen unter euch, die einfach gerne zuschauen, wissen, ich liebe es zu backen. Und darum ist genau heute eigentlich mein Thementag. Genau, dein Lieblingstag. Und vielleicht wundert sich der ein oder andere, dass wir heute nicht mehr über den Miele Kombidampfgarer sprechen, Tobi. Das ist richtig, denn wir haben eine Neuheit. Seit der IFA haben wir auch eine neue Terminologie. Also wir nennen den DGC zwar weiterhin DGC, aber nicht mehr Kombidampfgarer, sondern Dampfbackofen. Und so wird sich weiter durchziehen. Wir wiederholen das auch immer mal wieder. Ich selbst muss das auch noch mal reinkriegen. Also die Kombination aus oder Geräte, die sowohl Dampfgaren als auch garen können, also mit normalen Betriebsarten, Backofenbetriebsarten. Wenn man diese beiden in eins hat, dann reden wir vom Dampfbackofen und einmal mit der emaillierten Garraum. Da kommen wir nachher später vielleicht noch einmal kurz zu. Und der Edelstahlgarraum, so wie ihr den vielleicht kennt, der hat zukünftigen neuen Namen. Das ist der Dampfbackofen DGC HC Pro. Aber wir sprechen mit Sicherheit nachher nochmal drüber. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend alle wieder bei uns seid und wir befinden uns in einer Live-Sendung. Ich habe hier den Chat vor mir, also löchert uns gerne mit Fragen und ganz, ganz lieben Dank, dass ihr jetzt schon so zahlreich da seid. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns auch über einen Daumen hoch und der ein oder andere hat es im Chat schon geschrieben. Wo kommt ihr denn heute Abend alle her? Wir haben schon Gäste aus Riedberg und vom Bodensee habe ich schon gesehen. Uns interessiert immer ganz heiß oder wo die Menschen überall herkommen, richtig? Wir hatten schon Zuschauer aus, ich hätte schon fast gesagt, der ganzen Welt. Nein, Buxtehude ist auch schon da. Herzlich willkommen, Bela. Ja, da ist sie doch, die ganze Welt. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind in einer Live-Sendung. Das bedeutet, ihr stellt live die Fragen, löchert uns mit all dem, was ihr wissen wollt. Und vom Vorgehen her sieht es so aus, dass ich als allererstes werde ich alle Brote, die ich vorbereitet habe, direkt einmal in die Garräume reingebe. Zu den unterschiedlichen Methoden, beziehungsweise wann brauche ich Dampf, wann nicht, komme ich direkt drauf zu sprechen. Nur damit wir die Zeit eben gut ausfüllen, weil ihr wisst selber, Backzeiten können schon mal so 45, 50 Minuten dauern. Damit wir da im Rahmen bleiben, werde ich zu Beginn alle Teige formen und reinbringen, denn wir haben eine ganze Menge vor. Ich möchte nämlich euch zeigen, wie ihr diese kleinen Brötchen hier vorne macht, also die verschiedensten Sorten. Ich habe ein Baguette gebacken. Diejenigen, die öfter mal zugeschaut haben, wissen, ich mag gerne Baguette, aber ich zeige euch einmal, wie das funktioniert. Ich habe ein Dinkel-Vollkornbrot hier vorbereitet. Auch das machen wir zusammen. Dann selbstverständlich habe ich gedacht, wir machen was im Dialoggarer mit Focaccia. Auch da Feuchtigkeit, schauen wir mal, wie viel wir da brauchen. Und hier einmal meiner Lieblinge, jetzt kann ich ihn wirklich mal zeigen, Sauerteigbrot. Sauerteig, die ein oder anderen kennen das mit Sicherheit, das Züchten der Hefepilze, der natürlichen Hefepilze und vor allem die Gehphasen, die sehr, sehr lange sind. Nur mal im Vergleich, normales Brot, ungefähr eine halbe Stunde mit Würfelhefe bzw. mit Trockenhefe. Hier mit dem Sauerteig ist dieser Teigling 6 Stunden gegangen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, um so eine Sendung vorzubereiten, muss man weit im Voraus darüber nachdenken, wann man denn startet. Also, deswegen starten wir genau hiermit. Und ich habe ganz oft die Frage bekommen, weißt du sicherlich auch, viele sagen, wir brauchen sehr hohe Temperaturen. Gerade bei Sauerteig. Ja, gerade bei Brot ist häufig die Frage, warum wir nicht so viel Temperatur nutzen. Ja? Ja, richtig. Aber jetzt möchte ich euch zeigen, dass wir eben nicht 300 Grad brauchen. Dazu habe ich jetzt hinter mir einen Dampfbackofen, neue Terminologie, also Dampfbackofen mit dem Pizzastein. Den wollte ich euch auch mal zeigen. Und da gebe ich jetzt gleich, was habe ich eingestellt? Knapp 210 Grad Temperatur, ungefähr 98% Feuchtigkeit durchgehend. Und ich mache eine kurze Begrüßungsrunde nach Ludwigshafen, Riedberg, cool. Leonberg bei Stuttgart, Düsseldorf, Wien. Herzlich willkommen nach Österreich. Cool. Servus. Kassel, Göttingen, dann liebe Genesungswünsche nach Ostwestfalen aufs Sofa zurück. Aus Mannheim. Grüße aus der Schweiz, also
Dach ist wieder schön vertreten, da freuen wir uns aus Petting. Liebe Grüße aus Hörbrand, herzlich willkommen Doris, genauer aus Edermünde, Gruß in die Welt. Und da schreibt Bela schon, der Sauerteig sieht toll aus. Ich muss immer bei dem Sauerteig ein bisschen schmunzeln, weil Tobi hat mir auch so ein nettes, ich nenne es Tobigotchi, vor ein paar Wochen mitgebracht und meinte mich auch vom Brotbacken überzeugen zu müssen. Ich habe ihm vorhin gebeichtet, dass mein Tobigotchi es leider nicht überlebt hat. Das Glas ist nun leer. Wir haben auch liebe Grüße aus Zürich von Wilma Schweizer und Grüße aus Belgien. Herzlich willkommen. Wir sind wirklich super happy, dass ihr nach unserer Sommerpause heute alle dabei seid bei Tobis Herzensangelegenheit. Deine Herzenssendung. Jetzt muss es nur noch klappen, nicht wahr? Ja, da sind wir mal gespannt. Starten wollen wir hiermit oder möchte ich hiermit. Ihr seht schon, der ist richtig schön aufgegangen. 6 Stunden geht seit 3 Stunden gehen lassen, dann einmal geknetet, gefaltet, das kennt ihr, das zeige ich euch später auch nochmal. Und dann nochmal 3 Stunden hier im Gehkörbchen. Und jetzt gehe ich mal in den Dampfbackofen hinter mir. Ich schaue mal, dass ich alles dabei habe, was ich gleich brauche. Also, vorgeheizt ist der Stein, den habt ihr jetzt auch noch gar nicht so arg lange im Portfolio. Halbe Stunde, stimmt, den haben wir nämlich jetzt, haben wir letztes Jahr ungefähr vorgestellt. Ja. Halbe Stunde vorheizen im Vergleich zu dem alten Modell. Wird es wirklich nur eine halbe Stunde? So, schau mal, draufgleiten lassen. Jetzt habe ich halt hier, und das ist das Wichtige, die direkte Kontakthitze. So, scharfes Messer. So, schnell zu. Und auf OK. Knapp 40 Minuten braucht er. Jetzt habt ihr hier die... Yvonne schicke ich einmal nach hinten, das Mikrofon schauen wir uns nochmal an. Also wenn ihr Lust habt, schreibt gerne in den Chat, habt ihr schon mal mit Sauerteig gearbeitet? Beziehungsweise, wie macht ihr euren Sauerteig? Habt ihr vielleicht verschiedene Kornsorten, also Mehlsorten? Es gibt ja, und zwar hier nehme ich, weil ich gerne selber zu Hause Baguette mache, nämlich hauptsächlich Weizensauerteig. Gibt natürlich auch Dinkel, beziehungsweise so Mischung aus Roggen. Man kann andere Mehlsorten nehmen, sehr gut sogar. Also, wir haben jetzt Sauerteigbrot drin. Das lassen wir jetzt auch so schön da laufen. 98% Feuchtigkeit. Viele fragen sich vielleicht auch, Feuchtigkeit, wann brauche ich die denn genau? Aus 3 Gründen. Und wenn ihr schon mal zugeschaut habt, wisst ihr, es ist das allererste Mal, um den Teig gehen zu lassen. Wir haben in vielen unserer Geräte die Spezialanwendung Hefeteig gehen lassen, also damit er schön elastisch bleibt. Auch das nutzen wir halt von Anfang an beim Garprozess, also im Garraum selbst. Der kondensiert und der Teig geht schön hoch. Dann der Sauna-Effekt, dass die Hitze schnell drankommt. Und als drittes für eine tolle Kruste, denn Feuchtigkeit verklebt mit der Oberfläche, mit der Stärke vom Mehl. Ja, aber wir haben noch weitere Fragen. Ganz lieben Dank für die Fragen. Ich schieße gleich mal los. Bela hat die Frage. Macht man die Stückgare nicht direkt im Gärkorb ohne das Leinentuch? Das kann man so oder so machen. Also man kann entweder mit oder ohne Leinentuch, ich habe es jetzt mit Leinentuch gemacht, ohne Leinentuch hat man nämlich schön, das kann ich nochmal kurz zeigen, freut sich die Kamera. Also mit dem Tuch sieht das Ganze so aus, habe ich eine glatte Oberfläche, wenn ich es direkt im Körbchen mache, habe ich dieses charakteristische, später beim Backen, das sieht ganz nett aus, kann man so oder so machen. Dani fragt, mit oder ohne Feuchtigkeit? Gehen lassen, immer mit Feuchtigkeit, Spezialanwendung, Hefeteig gehen lassen. Es gibt nichts Besseres als das, genau das braucht ihr, aus dem Grund, damit der Teig eben schön elastisch bleibt und hochgeht. Wenn ihr so eine leichte Haut bekommt, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, kann man ganz schwierig wieder reinfalten, das Ganze. Also man hat immer diese trockenen Stückchen, das ist nicht schön. Und wie lange lässt ihr die Feuchtigkeit auf 98%, Tobi? Die ganze Zeit. Die ganze Zeit wird jetzt der Teigling bei 98% gegart bzw. gebacken. Jetzt brauchen wir mal deinen Motivationsschub, Tobi. Birgit schreibt, an Sauerteig traue ich mich nicht ran, wird aber gerne. Ja, also gerne. Sauerteig funktioniert so, man nimmt eben Mehl und Wasser in gleichen Teilen, kleine Menge, 50 Gramm, und dann muss man jeden Tag anfangen zu füttern. Da gibt es auch genügend Beschreibungen im Internet, schau da einfach mal rein, trau dich ran. Und bis zu dem Ergebnis dauert es knapp 10 Tage und dann kannst du damit arbeiten. Man muss sich rantrauen und einfach mal machen. Was ist das Schlimmste, was rauskommt? Ein Brot, was vielleicht nicht so aufgegangen ist, wie man sich das wünscht. Trau dich mal dran. Es gibt die einfachsten Methoden, zum Beispiel auch die No-Knead-Methode. Kannst du mal googeln, also nicht zu kneten, das Brot total einfach. Hast du auch schon gemacht, ne? Nein, wollte ich gestern machen. Gestern war ich so voll in meinem
in meinem Kochwahn und dachte dann, so, und jetzt mache ich noch Brot. Und dann ist mir eingefallen, dass wir heute die Sendung haben. Nämlich Franz Josef hat heute auch schon zwei Brote gebacken. Cool. Liebe Grüße zurück nach Störnede. Und Kani Vorgrill, herzlich willkommen heute in dieser Show. Sehr schön, dass du damit dabei bist. Also, wir haben jetzt ja, oder ich habe gezeigt, dass wir mit Kombigaren arbeiten. Also, dass wir ständig Feuchtigkeit hinzugeben mit dem Dampfbackofen. 98% habt ihr gesehen. Jetzt machen wir mal Klimagaren. Das heißt, wir arbeiten mit einem Dampfstoß oder mit mehreren Dampfstößen. Und dann zeige ich euch mal, wie das geht. Dazu gehe ich mal hier an den Backofen, der schon vorgeheizt ist. Das kann ich ja, glaube ich, ganz kurz zeigen, wie das Wasser eingesaugt wird, was ich einstelle so nebenher. Und dann schaust du mal, was wir noch vielleicht für Fragen haben. In der Tat haben wir eine Frage. Dani möchte wissen, meine Kruste beim Brot, wenn ich zu lange zu viel Feuchtigkeit backe, wird das Brot nicht so knusprig, respektive wird es schnell wieder weich. Warum? Wenn ich es zu lange mit Feuchtigkeit backe. Also schnell wieder weich bedeutet, wenn man es auch rausnimmt, dass man... Man sollte zu aufpassen, dass ihr, das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr mal Brötchen oder sowas vom Bäcker holt, wenn die Luft oder die Temperatur draußen in der Küche, entweder beim Backen bei euch zu Hause oder beim Bäcker vor der Tür, wenn es geregnet hat, dann werden die Brote ganz schnell weich, weil eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Küche ist. Es gibt diese Brotkästen, wo man die zumachen kann und dann bleibt es relativ lange knackig. Ansonsten aufbacken. Also es ist heute wirklich fantastisch. Dein Lieblingsthema ist wirklich auch euer Lieblingsthema zu Hause. Ganz lieben Dank. Und wenn euch die Sendung gefällt, freuen wir uns total, wenn ihr uns einen Like da lasst. Ludger schreibt, 80% Roggen, 20% Weizen, Vollkornsauerteig, normaler Ofen, Pizzastein, volle Pulle, 270 Grad, Brot reingeben, 6 Minuten Feuchtigkeit, 30 Grad bei 210, Klopfprobe fertig. Das volle Rezept. Da geht was. Mahlzeit. Sehr gut. Da geht was. Finde ich gut, danke. Vielen Dank dafür. Tobi, du machst jetzt Klimagaren, beziehungsweise füllst das Wasser in den Backofen. Richtig, dadurch kann ich eben Dampfstöße setzen. Und ich kann vor allen Dingen, durch dieses Dampfstöße setzen, schaffe ich es eben, dass am Anfang... der Teig schön fluffig bleibt oder schön aufgeht, beziehungsweise dass sich die Kruste ausbildet. Und später ist dann die Feuchtigkeit irgendwann raus und das ist dann, das macht dann eine sehr schroffe Kruste. Was heißt nicht, na, schroff ist vielleicht das falsche Wort, eine eher rustikale Kruste. Ich backe gleich noch einmal ein Baguette, auch mit Klimagaren, dann seht ihr nämlich schön den Unterschied. Tobi, wie kam eigentlich deine Leidenschaft zum Backen und warum ist es so stark ausgeprägt in dir, das Thema Backen? Das hört sich an wie ein Vorwurf. Du hast eine starke Ausprägung. Nein, du freust dich seit Wochen und Monaten auf diese Sendung. Ich habe irgendwann damit angefangen. Also ich habe auch in einer Patisserie gearbeitet, wo wir selber gebacken haben, jeden Morgen im Hotel. Und ich fand das total faszinierend, wenn die Bäcker da wirklich mit diesen hunderten Kilo Teig jeden Morgen gearbeitet haben und dieses Gespür, Backen ist ganz viel Gespür. Ne? Also ich habe vielleicht fünfmal backe ich dasselbe Brot mit fünfmal einer Dinkel-Vollkornmehlsorte, aber es ist immer ein anderes Ergebnis und das hat viel was damit zu tun, zu fühlen, wie feucht ist der Teig, braucht er noch Temperatur zum Gehen, muss der noch länger gehen oder kürzer gehen. So komme ich nämlich zum nächsten. Das ist nämlich das Dinkel-Vollkornbrot, halbe Stunde gegangen mit Würfelhefe, wenn wir noch dazu kommen, zeige ich euch das später. Jetzt auf ein gelochtes Backblech, da haben wir es, kann man es gut sehen, gelocht, das hilft einfach dabei, dass von allen Seiten schön die Temperatur und vor allen Dingen auch der Dampfstoß dran kann, knackig von unten. Bitte nicht hier drauf gehen lassen, weil der Teig geht durch. Geht sonst durch. Und dann hat man wieder Haken, das ist dann schwierig, dann ist perfekt clean, also das Backen ohne Backpapier ist dann hinfällig. Ne? Also, den machen wir rein. Tobi, ich habe hier eine spannende Frage, so ging es mir nämlich vor kurzem auch. Bei mir sieht der Teig... Christoph schreibt, bei mir sieht der Teig immer perfekt aus. Sobald ich den Leib in den Ofen gehe, geht er auseinander und wird flach. Mhm. Sieht aus wie ein Fladen. Wo ist das Problem? Zu wenig Spannung im Teig, kann ich jetzt schon mal so sagen. Also wenn ihr, ihr müsst euch das Prinzip des Knetens mal in, ich sag mal, vor Augen rufen. Und zwar, was macht ihr beim Kneten? Ihr wollt doch, dass die Moleküle, dass die Stärkemoleküle miteinander verkleistern und so richtig dick und eng werden. Meine Oma hat immer gesagt, ein Brotteig muss ich selber oder ein Hefeteig ganz besonders, muss ich selber aus der Schüssel lösen. Und warum tut er das? Weil er in sich so viel Spannung aufgebaut hat, so stark verklebt ist, dass der Rand, an dem der Schüssel, Rand von der Schüssel, den Teig gar nicht mehr zurückhalten kann. Also wenn im Rezept steht 5 Minuten kneten, dann knetet diese 5 Minuten, damit eben genug Verklebungen stattfinden.
Und nur diese Verknetungen machen nachher ein schönes, stabiles Bild. Und da ist es wirklich besser, habe ich schon von dir gelernt, wenn man wirklich Hand anlegt. Ne? Mit Küchenmaschinen ist es nicht immer so gut hinzubekommen, diese Spannung, wie wenn man es händisch macht, richtig? Also klar, mit Küchenmaschinen, das ist der erste Weg, aber die letzten Minuten, die mache ich immer von Hand, um einfach zu fühlen, wie weit ist mein Teig. Und vor allen Dingen solltet ihr wissen, es gibt, man kann Teig auch zu lange kneten. Also wenn die Spannung maximal aufgebaut ist, das kann man spüren in dem Teig. Und wenn ihr dann weiter knetet mit einer Küchenmaschine, die vielleicht auch eine hohe Leistung hat, dann sieht das so aus, dass diese ganzen Verkleisterungen wieder auseinandergerissen werden. Und ihr könnt zusehen, wie der Teig in der Schüssel auseinanderfließt. Und auch dann habe ich zu lange geknetet. Das ist wirklich, man sieht, dass der Teig tot ist. Das hört sich komisch an, aber man sieht, dass er tot ist. Wir haben hier echt Expertenwissen. Tobi war nämlich nicht sein Leben lang bei Miele. Und Tobi liebt es, wenn ich es sage, nämlich gerade nicht. Und vielleicht aber der ein oder andere heute neu dabei. Tobi hat nämlich, bevor er zu Miele kam, schon einige spannende internationale Stationen gehabt und schon in der einen oder anderen Sterneküche auch gekocht. Deswegen ist das Wissen auch dementsprechend hoch. Wir sind bei der Focaccia angekommen. Ich habe jetzt eine klassische Focaccia gemacht. Schnell abgelenkt. Habt ihr es gemerkt? Ganz schnell wieder abgelenkt. Relativ viel Hefe, sehr flüssiger Teig. Also sehr, wie man das kennt von Focaccia her, wirklich echt weich. Das mache ich jetzt im Dialoggarer. Könnt ihr auch in jedem anderen Backofen machen, selbstverständlich. Aber dort mache ich nur einen automatischen Dampfstoß. Das heißt, gleich zu Beginn, wenn die Temperatur erreicht ist, allein aus dem Grund, da sind 700 Milliliter Wasser und 300 Milliliter Öl drin. Also viel Feuchtigkeit, da reicht ein Dampfstoß, weil viel Feuchtigkeit drin ist. Und zum Thema Dampfstoß haben wir von Michi eine Frage. Wie viel Wasser kann ich in den Backofen einfüllen? Wie viel Dampfstöße abgeben bzw. Klimagaren? Also bei den Backöfen, die wir jetzt haben im Programm, und die normalen Backöfen, wie zum Beispiel hier vorne, wo das Brot reingegangen ist, bei 3 Dampfstößen sind es 300 Milliliter. Wenn ihr einen neuen Dampfbackofen, und zwar das Einstiegsmodell DGC 7450 nehmt, da könnt ihr bis zu 450 Milliliter einsaugen lassen und dann halt damit Klimagaren. Dani möchte wissen, welches Automatikprogramm für Focaccia beim Dampfbackofen? Welches Automatikprogramm? Schwer zu sagen. Da muss ich drüber nachdenken, antworte ich gleich. Haben wir dich jetzt einmal? Einmal vielleicht. Vielen Dank, Dani. Ich backe so selten mit Automatikprogramm. Wir machen ein Kreuz in den Kalender. Ganz kurz nur zum Thema Dialoggarer, zu den Einstellungen für diejenigen unter euch, die einen zu Hause haben. Klimagaren, also M-Chef mit Klimagaren, mittlere Intensität und einfach laufen lassen. Und wir gucken in knapp 20 Minuten mal rein. Vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht, was ein Dialoggarer ist. Kannst du uns das ganz kurz erläutern? Okay, ganz kurz. Ganz flix. Ob ihr einen Dampfbackofen habt oder einen Backofen, da kann man es schön sehen. Wir arbeiten nämlich an der Stelle beim Dialoggarer nicht mit Hitze und mit Zeit, sondern mit Gourmet-Units, also mit Energie und mit der Schnelligkeit der Energie. Also, anders gesagt, vielleicht ein bisschen bildlicher noch. Im normalen Backofen oder Dampfgarer oder auch Topf oder Pfanne erhitzt ihr die Luft rundherum. Die geht von außen an das Brot dran und dann backt es bis zum Ende, bis im Kern auch ausgebacken ist. Beim Dialoggarer sieht es so aus, wir arbeiten mit elektromagnetischen Wellen. Die gehen durch das Brot durch und zwar überall, bringen von vornherein Energie auch schon in die Mitte von diesem Brot rein, sodass es da auch schon hochgehen kann. Ihr spart unwahrscheinlich viel Zeit, bis zu 70% durch dieses volumetrisches Garen. Nicht nur bei Brot, sondern auch bei Fleisch, Fisch, Gemüse und so weiter. Kurz genug? Hast du sehr gut gemacht. Danke. Jetzt haben wir ja heute eine Sendung, Tobi. Das war ja ein Wunsch von unseren lieben Zuschauern, dass du einmal das Thema Backen vorstellst. Jetzt sind wir gerade, oder ihr seid gerade an der Planung für das neue Jahr. Unser Format geht nämlich in eine neue Runde in 2023. Die Themen für dieses Jahr sind schon alle geplant. Und wir würden gerne von euch wissen, was eure Wunschthemen wären. Was würdet ihr euch gerne bei Miele kocht einmal von uns zeigen lassen, welche Ideen, was für Inspirationen, vielleicht auch welche Geräte sollen wir mal einbilden. Also jetzt könnt ihr mal gerne in den Chat schreiben, was ihr für Wünsche habt für den Themenblock Miele kocht für 2023. Wir können nichts versprechen, was kommt, aber wir sind auch... Wir können ja sammeln. Ja, wir sammeln und sind an euren Inspirationen auch wirklich sehr, sehr interessiert. Ich bin gespannt. So, ich zeige dir mal kurz, das ist mein Teig von dem Baguette, findet ihr übrigens unter dem Video, so wie es drin steht. Und was ihr machen müsst, wenn der einmal gegangen ist, und der war jetzt beim Hefeteig gehen lassen 230 Minuten drin,
Wenn man Teige danach bearbeitet, dann sollte man die falten, auseinanderziehen, falten. Ziehen, falten. Dadurch merkt man, dass eine gewisse Spannung entsteht. Also dadurch baut man nochmal Spannung im Teig auf. Wenn ich das jetzt Brot so backen wollen würde, würde ich jetzt anfangen, durch das Schieben des Teiges von oben nach drunter, seht ihr das? Dass ich hier oben auch Spannung aufbaue. Wenn ich jetzt dann gleich einschneide, habe ich gezielt die Risse beim Backen. Beim Baguette allerdings sieht es so aus, weil das mache ich jetzt. Ich mache es quasi als Rechteck. Ein bisschen Mehl darf nicht fehlen, selbstverständlich, als Rechteck. Und jetzt fange ich an, es zu falten. Also ich lege quasi eine Hälfte oben drüber, die nächste oben drüber, zum Ende hin. Und jetzt hier in diese Naht, die arbeite ich jetzt so zusammen. Und jetzt rolle ich daraus meine Baguette-Form. Und jetzt könnt ihr gleich entscheiden, wollt ihr ein Baguette sehen oder mal ein klassisches Epi? Ein Epi. Der Chat sagt Epi. Nein, Ivi sagt Epi. Aber dafür habe ich keine Schere hier. Das stimmt. Christina hat aber noch eine Frage, bevor wir zu der Schere kommen. Sagst du auch was zu den unterschiedlichen Mehlgüten, 405, 550 etc.? Ja, also kann ich tun, klar. Also Mehl sagt immer, die Zahl sagt immer an, wie viel Korn ist, also wie viel von dem reinen Korn ist noch drin. Also wenn ihr zum Beispiel Dinkel-Vollkornmehl nehmt hier, ist natürlich das volle Korn drin. Und je mehr auch, ich sag mal, an den Spelzen noch mit drin ist oder an dem ganzen Korn, was wirklich gemahlt ist, also wenn wirklich alles drin ist, dann müsst ihr an den Teig immer ein bisschen Säure dran machen, also ein bisschen Essig, Zitrone, um die Stärke rauszunehmen. Wenn ihr ein sehr feines Mehl habt, so ein 405er zum Beispiel, da ist schon die ganze Stärke so präsent, da müsst ihr nichts hinzufügen. Da müsst ihr mal ein bisschen spielen. Also bei Baguette 550er Mehl ist cool, 1050er Mehl ist auch nicht schlecht. Da müsst ihr mal selber rausfinden, was ist für euch nett. Schaut mal in den Rezepten nach. Also man braucht nicht immer nur 405er, sondern es ist auch natürlich inhaltsvoller, wenn man mit Dinkel-Vollkornmehl arbeitet. Weil einfach ja, viel malziger Geschmack, viel runder, ist eigentlich irgendwie netter. Georg möchte gern ein klassisches Baguette. Und Franz Josef fragt, kann man den Backofen auch als Gärschrank verwenden? Klar, warum nicht? Also für all diejenigen in Gastronomien bzw. in der Patisserie hat man oftmals einen Gärschrank an der Seite. Das ist so ein Schrank in der Küche, der hat immer so um die 40 Grad, eine gewisse Luftfeuchtigkeit, der läuft den ganzen Tag in der Bäckerei. Natürlich kann ich auch den Backofen dafür nehmen, Spezialanwendung Hefeteig gehen lassen. Bestes Beispiel, eine schöne niedrige Temperatur, also 30, 40 Grad, da kann man noch ein bisschen, kann man auch zur Not selber einstellen und die Feuchtigkeit hinzu. So, ich habe jetzt das Baguette geformt, nur ganz kurz, dann gebe ich es nämlich gleich rein. Einmal mit Mehl abgestäubt und ich mache gerne lange Schnitte, ihr werdet gleich sehen, wie das da rauskommt. Habe ich jetzt auch eingestellt mit Klimagarn, 3 Dampfstöße von vornherein, 200 Grad, wandert jetzt in den Backofen dort drüben und braucht ungefähr 40 Minuten, 35. Wir zeigen, oder du zeigst ja halt auch den gleichen Unterschied zwischen Klimagarn und Backen im Dampfbackofen. Denn hier vorne, das Baguette hier vorne, habe ich im Dampfbackofen mit Kombigaren gegart, also mit 98% durchgehende Feuchtigkeit. Und was der Unterschied ist zwischen einem Brot, was mit Klimagarn, also mit weniger Feucht gebacken wurde, das schauen wir uns gleich an. So. Du gehst jetzt rüber zu einem Backofen jetzt in diesem Fall. In Backofen, Wasser ist schon drin, habe ich schon vorgeheizt und los geht's. Mit welcher Temperatur arbeitest du jetzt? Ach, 200 und ich stelle jetzt mal 35 Minuten ein und gucken wir uns gleich das Ganze mal an. Wir haben schon spannende Themenwünsche, eine Sendung über den Dialoggarer oder auch, Achtung Tobi, Outdoor-Kuchen, also Grillen, Räuchern, Backen inklusive Beilagen und Soßen. Sehr gut. Backen inklusive Beilagen und Soßen. Mhm. Alles klar. Da bist du gefordert. Das wird eine Tagessendung, glaube ich. Ja, dann machen wir mal einen ganzen Tag lang Miele kocht. Spannend. Bela fragt, gibt es die Funktion Hefeteig gehen lassen auch im neuen Dampfbackofen? Klar. Die gibt es überall da, wo bei unseren Geräten mit Wasser gearbeitet wird und wir selbst bei Backöfen, wo kein Wasser mit drin ist, also bei den 6000-Serien dort, gab es das Ganze auch schon Hefeteig gehen lassen. Wie sieht es mit dem Dampfgarer zum Gehen lassen aus? Hab das mal mit Germknödel gemacht, das ging. Brot auch, fragt Anna. Klar, warum nicht? Also es ist, viele fragen auch ganz oft,
muss ich das Brot abdecken, den Teigling, ja oder nein? Und ganz klar, nein, bitte nicht abdecken. Es soll sich oben drauflegen, die Feuchtigkeit, damit der schön elastisch bleibt. Wenn sich erst eine dünne Haut bildet, muss man die einarbeiten. Und das ist alle doof. Das macht keinen Sinn. Warum ist es denn so von Vorteil, Tobi, das Programm Hefeteig gehen lassen im Dampfbackofen zu verwenden? Naja, ich habe immer die gleichen perfekten Bedingungen. Ne? Also ich meine, wenn man möchte, dass das Brot, was heute cool ist, morgen auch toll rauskommt, dann macht es doch Sinn, dass man von vornherein die gleichen Einstellungen nutzt. Darum immer die gleichen Ergebnisse, auf die man sich vor allen Dingen verlassen kann. Ne? Weil stellt ihr euch mal vor, ihr habt Gäste und ihr macht euer Lieblingsbrot und das kommt raus und man denkt so, das habe ich schon mal besser gehabt. Oder ihr habt eine Sendung und ihr müsst zeigen, wie euer Brot am besten rauskommt. Tobi, jetzt legst du ja die Brötchen quasi ohne Backpapier auf das Backblech. Ja, richtig. Das ist kein Problem bei uns, denn wir haben die Perfect Clean Veredelung. Also können wir auch gleich schon sehen, wenn mein Kopf aus dem Bild raus ist. Also ich lege die direkt drauf. Und wenn ihr lange Freude damit haben wollt, einfach nur mit Spüliwasser, also total einfache Pflege. Ihr könnt den Pflaumenkuchen direkt drauf machen, wenn ihr Lust habt, oder den Apfelkuchen, ihr dürft sogar drauf schneiden, nur nicht mit Keramikmessern, das solltet ihr wissen. Und keine Lauge direkt drauf. Und keine Lauge, genau, weil die sich mit der Oberfläche auch nicht so gut verträgt. Also ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute alle dabei seid. Es macht wirklich total Spaß, das kannst du jetzt leider nicht lesen, diese ganze Zeit den Chat zu verfolgen. Wir sind wirklich happy, dass so viele heute uns zuschauen. So, also übrigens, die Brötchen hier, die ich jetzt gerade mache, das ist der gleiche Teig, den ihr unter dem Rezept oder unter dem Video findet. Ich habe nur, ich habe quasi das Rezept halbiert, einen Teil davon gemacht mit dem Baguette, was ihr sehen wolltet, und der andere Teil sind diese Mini-Brötchen, 70 Gramm, ungefähr 70 Gramm, und daraus macht ihr diese Mini-Brötchen. Was jetzt passiert ist, die mache ich jetzt mit Kombigarn, quasi als Pendant zu dem Baguette. Einfach eine Saat obendrauf, kurz einschneiden und schon gehen sie in den vorgeheizten Dampfbackofen mit Kombigarn. Auch da 98% Feuchtigkeit. Einschneiden nicht vergessen. Die Tiefe des Schnittes, das müsst ihr ein bisschen üben. Warum schneiden wir denn überhaupt ein? Wenn ich die nicht, soll ich mal zwei Brötchen nicht einschneiden? Ja, du kannst mir es auch erklären. Ich lerne ja auch in jeder Sendung wieder von dir. Wenn wir einschneiden die Brote, dann können wir vordefinieren, wo das Ganze aufbricht. Also, ne, ich möchte, wenn man die Kruste, wenn die oben auf dem Brot aufbricht, sieht ja cool aus. Wenn ich es nicht einschneide, kann die auch seitlich oder unten aufbrechen. Und es geht sogar so weit bei Weltmeisterschaften, dass die Bäckermeister anfangen, ich sag mal, mit einem Rasierklinge Formen reinzubringen, Blumen reinzuschnitzen. Also mega cool. Ich lasse mal die beiden Brötchen uneingeschnitten. So gehen die jetzt rein in den Dampfbackofen mit Kombigaren, 98% Feuchtigkeit. Und zwar 210 Grad. Doris wünscht sich mehr pflanzliche Gerichte, also mehr Veggie-Gerichte im Dampfgarer, Ofensuppen, Backofenpommes oder auch Country-Kartoffeln. Ganz lieben Dank. Vielleicht hast du den ein oder anderen Tipp zu Country-Kartoffeln, Tobi? Jetzt nochmal schnell aus dem Stegreif. Boah, jetzt ein schneller Tipp, also nicht zu dick schneiden. Nehmt die Crisp-Funktion. Crisp-Funktion ist cool. Also da oben im Garer-Innenraum geht die Klappe auf und die Feuchtluft geht raus. Da wird es schön knusprig. Und was immer Spaß macht, wenn man so ein bisschen, wenn das so Country-Kartoffeln werden sollen, macht ruhig ein bisschen Gewürze, Knoblauch, ein bisschen Öl dran. Sehr gut. So, also wir haben jetzt eine ganze Menge Brote jetzt gemacht. Bin ich auch froh, weil das ist der Moment, wo ich immer so denke, Hammer. Da geht das Brot mit auf dem Backstein mit dem Sauerteig. Da ist unser Brot mit Dinkel, was langsam aufgeht. Hier hinten schaue ich mal ganz kurz rein. Jetzt bin ich zwar aus dem Bild, aber ich schaue mal kurz rein, was unsere Focaccia macht. Du bist im Bild, Tobi. Schick. Aber ich mache mal schnell wieder zu. Es riecht großartig. Und was gibt es Besseres, als wenn es morgens schon nach frischem Brot oder so riecht? Das stimmt, das haben wir leider immer noch nicht geschafft. Wir vermissen es immer sehr, euch auch den Geruch von hier nach draußen mitzubringen, weil es war wirklich noch das Schönste, euch dahingehend auch mitzunehmen. Wir haben auch von Christoph einen ganz tollen Tipp und ein ganz tolles Kommentar, was ich mal gerne vorlesen würde. Ihr müsst euren Kanal ein bisschen mehr pushen. Dann stuft YouTube den Kanal hoch, weil schade, bei so einem guten Format immer noch so
in Anführungszeichen wenig Zuschauer. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, aber ganz, ganz lieben Dank für den Tipp und auch schön, dass euch das Format entsprechend gefällt. Und wer jetzt noch Lust hat, dann lasst uns doch schon mal den einen oder anderen Like auch einfach hier, dass wir, ja, dass ihr könnt uns auch pushen. Genau, ihr könnt uns auch pushen. Ralf hat eine Frage zum Baguette-Rezept in der Videobeschreibung. Eine Tüte Trockenhefe, 25 Gramm, Fragezeichen. Eine Tüte Trockenhefe hat doch nur 7 Gramm oder gibt es bei uns nur die XXS-Variante? Nein. 7 Gramm ist richtig, da ist aber ein Tippfehler drin. Also eine normale Trockenhefe und da ich aus Bielefeld komme, gibt es nur eine Wahl. Nein, nehmt einfach 7 Gramm Trockenhefe, das passt, nicht 25, ist zu viel. Franz Josef fragt, mit was für einer Maschine du deine Teige knetest? Und auch das finde ich immer wieder total am liebsten spannend. Ja. Ja, das ist die Maschine. Also klar, man kann natürlich auch ein Handrührgerät nehmen und so, da hat man das Ganze noch ein bisschen im Blick. Ich werde das auch gleich, werde ich noch einen Teig zubereiten, oder damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert, also beziehungsweise wie ich die Teige mache. Man kann auch zum Rühren, wenn es mehrere Teige sind, die man macht, also jetzt gerade auf der letzten Messe zum Beispiel, habe ich dieses Dinkel-Vollkornbrot insgesamt 62 Mal gemacht. Da habe ich dann nicht nur die Hände genommen, sondern die Maschine. Und zwar köstlich. Oh, danke. Aber man kann auch natürlich eine große Rührmaschine nehmen von bekannten Herstellern, klar. Aber so die letzten paar Meter, die mache ich immer noch am liebsten von Hand, weil, wie gesagt, dann merkt man erst, ist der Teig zu feucht, ist er zu trocken, hat er schon genug Stimmung, wollte ich schon gerade sagen, genug Spannung. Valentina hat wieder ein Tobis Wunschsendung-Format sich gewünscht. Und zwar wünscht sie sich Themenwunsch Desserts, Soufflés und Tarts. Da geht Tobi schon wieder. Erwischt. Ja, genau. Jetzt hast du ihn direkt erwischt. Mein Herz schlägt für Süßkram. Stefan Schahnke schreibt, er ist gespannt auf die Ergebnisse mit dem gelochten Backblech und den Backsteinen. Das sind wir alle. Ihr habt es gesehen, gelochtes Backblech ist cool, dass gerade so die Feuchtigkeit durchgeht, dass die Hitze durchgeht. Es funktioniert natürlich auch auf normalen Backblechen, aber das ist dann dieses kleine i-Tüpfelchen am Ende. Nur, wie gesagt, denkt dran, nicht auf dem Blech gehen lassen. Da hatte ich schon öfter schon Anfragen, die dann sagten, ja, es löst sich aber nicht trotz Perfect Clean. Und das gelochte Backblech ist ja nicht nur hervorragend für zum Backen, sondern auch wirklich für diese Tiefkühlgerichte, die Kinder so gerne mögen zum Beispiel, richtig? Ja. Also zum Thema Tiefkühlgerichte kann ich noch sagen, weil wir sind ja beim Thema Backen. Übrigens auch das Thema Aufbacken ist ja auch ein Ding. Und ich habe zum Beispiel, wenn ihr mal ein Brot über habt, oder ihr macht vielleicht auch mehr, also ich habe zum Beispiel auch, mache ich es auch so, dass ich Brote halb backe und dann einfriere und dann einfach gefroren rausnehme, dann sind sie ja schon halb gebacken. Und dann kann man übrigens auch in verschiedenen Läden schon kaufen, tiefgekühlt. Tobi, warum halb backen? Beim Halbbacken sieht es so aus, die Struktur ist quasi schon fest, aber es fehlt noch die restliche Farbe. Und dann nehme ich halt meinen Teigling, der vorgebacken ist, und ich spare mir halt mehr Zeit. Dann brauche ich halt nicht mehr eine Stunde, um zu backen, sondern vielleicht nur noch eine Viertelstunde. Gibt es übrigens auch in größeren Bäckereien, dass man diese Teiglinge kauft und dann zu Ende backt. Oder habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, in manchen Bäckereien wird auch in dem Shop gebacken. Da kommen dann nicht die Teiglinge an, sondern sind sie vorgebacken. Das hat den Vorteil, wenn man so einen Hefeteig zu lange gehen lässt, also wenn der Teigling zu lange braucht, um in die Bäckerei zu kommen, um da gebacken zu werden, dann kann der auch übergehen und dann wird es schwierig. Maria schreibt gerade, sie ist leider zu spät. Herzlich willkommen. Schön, Maria, dass du da bist. Das Video wird gespeichert und du kannst es dir gerne nachher von vorne anschauen. Die ganzen Videos, also alle Miele-Koch-Sendungen, die wir bis jetzt abgedreht haben, könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Miele Deutschland euch anschauen. Und wir hatten schon auch ganz spannende Themen. Wir hatten Spargel, wir hatten Mini-Burger. Tobi, was war noch? Was haben wir denn noch gemacht? Also bei den Mini-Burgern, das war cool. Da haben wir nämlich die Brötchen wieder gebacken. Und wir haben die kleinen Teiglinge, die Patties haben wir selber gemacht. Das war auch richtig nett. Wir haben die Dorade gemacht, das stimmt, war auch ein Wunsch. Stimmt, die Dorade war auch ein Wunsch. Dorade auf verschiedene Art und Weise, gegrillt, unter Dampf, Sous Vide. Das war auch sehr cool, muss ich sagen. Schaut gerne mal rein. Wir hatten auch die Kunst des Anrichtens. Auch eine ganz spannende Sendung war das. Ivi hat sich um die Tische gekümmert. Deko, Gläser, Besteck, Blumendeko. Blumendeko, ja. Und ich habe gezeigt, wie man ein Dreigangmenü auf verschiedene Arten und Weisen anrichten kann. Auch da, schaut gerne mal rein. Ja, es war auch wirklich eine ganz tolle Sendung. Es war cool, ja. Auch eine tolle Stimmung hier im Studio. Ja, sehr gut. Also,
Jetzt habt ihr gesehen, die Teige, wie ich die Brote reingegeben habe. Aber jetzt wollt ihr vielleicht noch mal sehen, wie ich das ein oder andere Brot mache. Und zwar habe ich mir überlegt, der hat das Baguette, das Rezept habt ihr ja unter dem Video. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das Vollkornbrot gemacht wird. Und zwar vielleicht als Basis zu dem, wie man sonst Vollkornbrote macht. Oder was ich nur vielleicht noch als Tipp mitgeben kann. Und zwar habe ich hier die verschiedenen Zutaten schon stehen. Und zwar, ich kann es auch mal in die Mitte stellen, wenn es vielleicht besser wäre. Oder sonst lassen wir es da stehen. Da haben wir es. Also Dinkelmehl, das könnt ihr auch austauschen gegen Roggenmehl, Vollkorn, anderes Vollkornmehl. Da müsst ihr, wie gesagt, hinterher nur gucken, wie viel Feuchtigkeit ihr da noch braucht. Dann verschiedene Saaten, die sind austauschbar. Also ob ihr Sonnenblumenkerne nehmt und Kürbiskerne oder nur Sonnenblumen oder was anderes, Haselnüsse zum Beispiel. Ich mache gerne noch, ist schwierig zu sehen, gebe ich zu, Schwarzkümmel. Schwarzkümmel, das ist dieses typische, ich sag mal, Fladenbrot-Geschmack. Aber der bringt eine richtig tolle Würze mit rein. Schabzigerklee, großartig. Ein typisches Brotgewürz, Schabzigerklee. Aber hier, ich mache hier gerne einen Schwarzkümmel mit rein. Dann natürlich Salz. Nicht zu wenig. Wir lachen immer ein bisschen, weil wenn wir gemeinsam kochen, haben wir immer so die Disbalance, ob wirklich genug Salz in den Gerichten drin ist. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Wir kochen ja auch das ein oder andere Mal zusammen zu Hause, Tobi. Richtig. Ich muss mir mal anhören, dass ich zu wenig Salz reinmache. Aber okay. Würfelhefe, also frische Hefe jetzt in dem Fall. Und was ich noch reinmache oder was in dieses Rezept reingehört, ist Quark. Oh, jetzt fragt sich der eine oder andere, Quark? Wenn ihr Fett reinbringt in die Masse, in den Teigling, bleibt es länger frisch. Das Brot. Das Brot, genau. Das kommt alles da rein. Also, wir starten. Die Hefe rühre ich jetzt mal in das Wasser rein. So ein bisschen auflösen lassen. Das geht relativ zügig. Dann kommt das Ganze dann gleich zu dem Mehl dazu. Und ob ihr das jetzt per Hand rührt oder in der Küchenmaschine oder hier mit dem Handrührgerät, ist vollkommen euch überlassen. So, Ivi. Wer also noch Lust hat für einen Themenvorschlag für eine der nächsten Sendungen, ich stehe hier immer noch parat und fotografiere mir auch alles ab, dass wir nachher auch noch alles wissen, was ihr euch gewünscht habt. Und wer von euch die Sendung jetzt im Nachgang anschaut und auch einen Themenwunsch zu neuen Miele Koch-Sendungen hat, der kann es gerne auch in die Kommentare einfach reinschreiben. Wir werden auch immer mal wieder in die Kommentare schauen und uns neue Inspirationen für die Themen 2023 anschauen. Und ganz lieben Dank schon mal für 51 Likes. Das ist cool, das hatten wir noch nie. Wir sind wirklich sehr großartig. Happy, in der Tat. Cool. Also ihr könnt euch ja überlegen, dass wir vielleicht nicht nur kochen zum Thema Lebensmittel, sondern vielleicht habt ihr auch eine bestimmte Betriebsart, die ihr sehen wollt, nur mal so zur Inspiration. So. Betriebsarten ist nämlich auch spannend. Tobi macht nämlich zum Beispiel Frikadellen im Backofen mit einer spannenden Betriebsart. Oh, also da gibt es auch der ein oder andere coole Tipp von Tobi, der euch vielleicht euer tägliches Doing auch vereinfachen. Ich sage dazu immer, intelligent kochen. Wenn man die Geräte passend nutzt, dann spare ich mir einfach unglaublich viel Zeit, unglaublich viel, auch Geschehen auf dem Kochfeld, also dass das Kochfeld sauber bleibt. Schaut einfach mal rein. Wir haben zum Beispiel morgen haben wir ein Special, beziehungsweise stellen wir Geräte vor. Da schaut man auf der Event-Seite von Miele. Ivi, erzähl doch mal kurz was dazu, was wir da morgen haben. Ganz genau. Unter miele.de im Eventkalender haben wir morgen zwei tolle Shows. Und zwar einmal ein Special um 17 Uhr zum Thema Dampfbacköfen und Dampfbackofen und Kombination aus Dampfgarer und Mikrowelle. Und um 19 Uhr haben wir nochmal ein Special Zum Thema Dampfbackofen. Ja. Vorher ist es Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle. Wir erklären euch die Welt des Dampfgarens, was ihr damit machen könnt, was ihr mit den Miele-Geräten machen könnt, also mit den Dampfgarern an sich. Und in der zweiten Sendung, wie du schon gesagt hast, geht es halt mehr um die Verwendung von einem Kombi-Dampfgarer, des alten, jetzt Dampfbackofen. Also kombinierte Hitze mit den Betriebsarten. Wird sehr spannend. Kochen auf der Teppanyaki-Platte, auch die es cool als Zubehör gibt. Und jetzt Sven spricht mir aus der Seele, ich sage es immer wieder, dass es ein tolles Thema ist. Babykost wäre aktuell spannend für uns, finde ich auch. Ja, jetzt du lachst, ich finde es in der Tat, ich habe bei meinen beiden Kindern wirklich alles im Dampfgarer zubereitet, alles selbst gemacht und alles im Dampfgarer zubereitet. Ein tolles Thema. Cool, ja.
Kerstin schreibt, hallo aus Berlin. Hallo in die Lieblingsstadt. Unsere beide Lieblingsstadt im Übrigen. Gell? Hallo in die Lieblingsstadt. Auch, ja. Ich liebe es, altbackenes Brot in meinem Kombibackofen mit Mix und Match wieder aufzubacken. Das Ergebnis ist unglaublich gut. Mix und Match. Sehr cool. Cool. Maria hat noch eine Frage. Einfache Rindfleisch-Patties, wie geht das im Kombigarer? Ui, einfache Rindfleisch-Patties. Hohe Temperatur, wenn die relativ dünn sind, macht es Sinn, die eigentlich in einer Grillpfanne oder in einer Pfanne zu machen. Ansonsten hohe Temperatur oder nimm doch einfach mal den großen Grill und gehst mit dem Backblech relativ weit nach oben, nicht zu weit, dann kann man die schön angrillen. Die machen übrigens die Engländer sehr häufig. Gerade die letzte Woche die Möglichkeit, vor 2 Wochen mit meinem englischen Kollegen zu reden. Und der sagt, ja, wir grillen eigentlich das ganze Jahr über und dann am liebsten im Gerät, weil da ist es schön sauber dann hinterher. So. Wenn Tobi von seinem englischen Kollegen spricht, meint er den Culinary Manager. Das gibt es nämlich in jedem Land, gibt es so einen wie dich, richtig? Jedes Land, in dem Miele vertreten ist, dort gibt es einen Koch bzw. Culinary Manager, der kümmert sich um die Belange der Länderküche vor Ort. Und da gab es vor ein paar Wochen ein Treffen, auch mit den Kollegen aus Holland, Belgien, Australien war da, Kanada. Das war mal sehr cool. Das hat viel Spaß gemacht. So, ihr seht schon, der Teig legen jetzt die letzten Minuten. Ich kann einfach nicht anders. Ich mache das am liebsten per Hand, weil dann merke ich auch, jetzt ist viel Feuchtigkeit drin, was nicht verkehrt ist. Allerdings merkt man jetzt auch, dass da noch ein bisschen Spannung fehlt. Und die arbeite ich jetzt einfach ein, indem ich halt falte, immer wieder falte und zusammenknete. Aber ich glaube... Boah, hier sieht es schon echt gut. Es riecht vor allen Dingen schon es mega riecht toll. Gut. Und wenn du so in die einzelnen Öfen, jetzt hast du ja 5 Öfen gleichzeitig im Betrieb. Bin ja. ich eskaliert 5 Geräte vielleicht? Bist, ja genau. Anscheinend, man merkt, es macht, bereitet dir Freude, dieses Thema. So, also, den falte ich nochmal kurz zusammen und dann geht er in die Schüssel, damit er für eine halbe Stunde gehen kann. Am besten, ihr wisst es schon, mit der Spezialanwendung Hefeteig gehen lassen. Dazu mache ich jetzt einfach noch ein bisschen Mehl unten rein. Dann kommt der Teigling oben drauf. Ich habe jetzt leider kein Gerät frei, deswegen werde ich jetzt einfach nur abdecken mit dem Tuch. Und jetzt, wenn ich jetzt eins frei hätte, würde ich halt, wie gesagt, Hefeteig gehen lassen. Ich glaube, wir können gleich schon mal gucken, wie weit die Brote sind. Ich stelle jetzt kurz zur Seite. Dann ich habe jetzt gerade mal nach den neuen Themen, nach den neuen Miele kocht Themen geschaut, was wir alles Tolles auch haben. Es geht los mit Kürbis. Kürbisvariation, das wird das, mega cool. Das nächste Thema am 24. Oktober. Dann haben wir ein Thema, Miele kocht ein Menü mit im Dampfbackofen mit Weinbegleitung, Tobi. Danach gibt es Ente und Gans. Also ich glaube, das Jahr wird wirklich noch super spannend, was wir alles zeigen, ja, in unserem Lieblingsformat. Weil das Format ist wirklich daraus entstanden, dass ja, wir einfach Lust hatten, euch noch mit mehr auf die Reise in die Miele-Geräte zu nehmen. Richtig, Tobi? Das stimmt. Ich bin mal wieder im Stress, denn wir gehen so langsam in die Richtung, dass das erste Brot fertig ist. Und zwar hier. Das ist nämlich unser Brot mit, auf Sauerteigbasis. Ich gehe einen kurzen Schritt zur Seite, dass wir besser reingucken können. Ich hole gleich mal den Pizzastein raus. Ich kann auch schon mal abbrechen da oben. Die 3 Minuten machen sie jetzt auch nicht mehr. Und wir grüßen Michaela aus Weingarten. Herzliche Grüße an den Bodensee in dieser Zeit. Schick sieht es aus, Tobi. Und durch die es riecht Hitze. Fantastisch. Cool, oder? Also ich finde es echt schick. Und vor allen Dingen, ihr hört, ob es fertig ist, am Klopfen. Und wenn es sich hohl anhört, dann ist es fertig. Es ist fertig. Ich stelle es mal nach vorne. Richtig schick. Ich schneide es auch gleich an. Ist es noch ein bisschen früh? Ihr wisst, heißes Brot anschneiden sollte man nicht. Immer ein bisschen ruhen lassen. Ich klicke es gerne am Ende auf ein Gitter drauf, damit es auch von unten auskühlt. Schick. Keine Sorge. Bevor wir die Sendung schließen, schneide ich es auch noch an. Aber jetzt kommt alles zusammen. Eine ganze Menge. Jetzt haben wir das Sauerteigbrot fertig. Ich schaue mal das. Du bist wie in der Bäckerei gerade. Cool, hier geht es in der Tat ab. Georg wünscht sich leckere Festtagsmenü mit wenig Aufwand im Dampfbackofen. Das ist genau mein Thema. Wenig Aufwand. Das ist genau mein Thema. Wenig Aufwand und viel erreichen. Sehr gut. Finde ich gut. Wir gucken mal nach dem Dinkelvollkornbrot. Das ist was du noch alles im Griff hast, wo du hier welches Brot drin hast, ist echt fantastisch. Wahnsinn, oder? Also, ihr wolltet ja sehen, das muss ich das mal komplett rausnehmen, wie das aussieht mit dem gelochten Backblech.
Also erstmal könnt ihr, man kann auch ein bisschen Temperatur draufgeben, beziehungsweise noch länger backen lassen, damit es etwas dunkler ist, aber auch das ist hohl vom Sound her. Rutscht runter, wie wir das kennen, ne? Perfect clean, selbstverständlich, das kennt ihr. Aber wir gucken jetzt einmal drunter, wie es jetzt von unten aussieht. Es ist auch heiß. So, guck mal hier, Wahnsinn, kann man auch sehen, wie das so schimmert. Und kurzer Test. Cool, oder? Also, Dinkelvollkornbrot, auch das ist jetzt fertig. Und jetzt seht ihr schon, da, wo ich eingeschnitten habe, dort wird es schön rustikal. Und weil es eben nicht mit Kombigarn gegart wurde, sondern mit Klimagarn, hat es eine etwas rustikalere Struktur, etwas rauer, ein bisschen schroffer. Das mag ich so auch total gerne. JS schreibt, hallo zusammen, habt ihr die Brotrezepte auch online? Oh, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Schaut mal in die Miele-App. Dort findet ihr eine ganze Menge Rezepte. Das Brot für das Rezept für das Baguette bzw. die Brötchen, die ich jetzt raushole, das ist das Rezept, was unten drunter steht unter dem Video. Allerdings, ihr habt schon vielleicht gehört, 7 Gramm Trockenhefe, nicht 25. Das Dinkel-Vollkornbrot, das schaut ihr mal in die App unter Vollkornbrot. Das ist die Basis davon. Das Focaccia, da haben wir auch ein Rezept in der, ich weiß gerade nicht genau, welches das ist. Ich habe einfach eins rausgesucht. Also auf der Inemile Rezept-App gibt es wirklich ganz, ganz viele Rezepte, nicht nur zum Thema Brot, sondern auch zu den verschiedenen Geräten spezifiziert. Also die lohnt sich wirklich runterzuladen einmal. Die findet ihr ganz normal im App Store, kostenlos, Tobi, richtig? Richtig. Für alle Apple- kostenlos. Und Android-Geräte. Jetzt schau mal hier die Brötchen. Richtig schön kleine, feine Brötchen. Und ich habe eben gesagt, zwei schneiden wir nicht an. Siehst du hier, da sind, die sind oben kontrolliert aufgegangen. Das Brötchen hier, das ist seitlich aufgegangen. Das ist also der Effekt, wenn ihr nicht einschneidet, dann geht es irgendwo auf, nur nicht da, wo ihr gerade wollt. Das ist ein bisschen schade, oder? Deswegen macht ihr einen schönen Schnitt, dann kann es an der Stelle schön aufgehen, aufplatzen. Und je nachdem, wie fein ihr damit umgehen könnt mit dem möglichst scharfen Messer, kann man auch so Formen reinbringen. Aber das ist wirklich High-End. Ne? Das muss man schon mal gemacht haben oder gesehen haben. Bei den Bäckern ist es oftmals halt eben bei den Weltmeisterschaften auch so. Anna schreibt, boah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ja, besonders das Knuspern. Kompliment. Matthias schreibt, ich hoffe, die Brote werden auch dann gegessen. Matthias, ich kann dir versichern, die Brote werden auch gegessen. Alle schon vergeben heute, ja, Abend. In der Tat. Ich guck mal, dass ich das ein bisschen nach vorne stelle. Gut sieht's aus und gut riecht's, in der Tat. Ey, und jetzt ein Stück kalte Butter, oder? Oder jetzt ein richtig toller, und ich habe da mal... Was vorbereitet? Nein, das sagen wir nicht, aber ich habe da noch was stehen. So ein richtig toller Kräuterquark, oder? Einfach nur Quark, ein bisschen Apfelessig, Salz, Pfeffer, frische Kräuter rein. Oh, großartig. Und dann kalt auf das heiße Brot. Mega gut, echt mega gut. Sie schreiben im Chat, ich soll es direkt testen. Jetzt schon? Ja, okay. Nein, das war ein Spaß. Und wenn ihr Lust habt und es genauso toll findet, das Ergebnis, freuen wir uns auch noch über ein paar Likes unter der heutigen Sendung. Richtig, schreibt doch mal rein, was euch, welches Brot euch vielleicht jetzt im Moment am besten gefällt, was ihr hier gerade seht. Ne? Also ist es ein Sauerteig, ist es eher das Dinkel, seid ihr eher die Brötchen-Typen? Übrigens auch cool, wenn die Brötchen wirklich halb vorbackt, wie ich es vorhin gesagt habe, und dann sonntags morgens einfach aus dem Tiefkühler rausnehmen und selber aufbacken. Und zwar hatten wir eben schon, Mix und Match erhitzen knusprig, so könnt ihr Dinge wieder aufknuspern. Zeigen wir übrigens auch morgen in dem Spezial, beziehungsweise in unserer Gerätepräsentation oder Gerätepraxis mit Dampfbackofen, dort zeigen wir nämlich genau, wo ihr das findet. Könnt ihr nicht nur nehmen, um Brot aufzubacken, sondern auch Pizza vom Vortag, also alles, was schon mal knusprig war. Das ist unser Teenager-Trick, ne? Für alle Familien, die Teenager zu Hause haben. Nutzt sonntags morgens Mix and Match, dann kommen die in der Tat freiwillig aus ihren Betten. Oh, Sonntagmorgen ist auch ein schönes Stichwort, denn wenn wir die Backöfen präsentieren zum Thema Klimagarn, dann mache ich auch immer gerne Aufback-Croissants. Erinnerst du dich? Ganz genau. Und dieser Duft ist das war mal, das ist der Teenager-Trick eigentlich, die Croissants, ja. Aber die Brötchen riechen bestimmt genauso toll. Da kauft ihr einfach die Teiglinge tiefgefroren, also nicht vorgebacken. Nein, um Gottes Willen. Es gibt die Teiglinge, die einfach ein bisschen antauen lassen oder von mir aus auch auftauen lassen. Macht ihr in der kurzen Garzeit zwei oder einen Dampfstoß automatisch und zwei, je nachdem, wie groß diese Teiglinge sind. Und ja, ihr werdet es lieben, sonntags morgens dieser frische Geruch,
nach Croissants. Großartig. Deine Frage wurde beantwortet. Guido schreibt, das Dinkelbrot ist der Burner. Christina schreibt, ganz lieben Dank, Yvonne, du kannst dir unseren neidvollen Blick gewiss sein, wenn du gleich probieren darfst. Lieben Dank dafür. Dinkelrustikal. Michael fragt, ist das Dinkelbrot glutenfrei? Ja, nein, dieses jetzt nicht, weil ich habe das normale Mehl genommen, um damit zu arbeiten. Schaut doch einfach mal unter glutenfreie Rezepte. Da gibt es nochmal, das ist nochmal ganz eigene Welt für sich. Vor allen Dingen, weil glutenfrei bedeutet auch, wenn ihr das macht, dann müsst ihr zu Hause auch aufpassen, dass nirgendwo normales Mehl zu finden ist auf der Oberfläche. Also man braucht für gewisse Herstellung, gerade bei Bäckereien, muss man echt da einen speziellen Bereich für glutenfreie Brote. Was macht denn unser Focaccia? Oh, jetzt, ich habe nur das Baguette im Hinterkopf. Mein Lieblingsbrot, was du gebacken hast. LKA und schreibt, wie geil ist das Format denn bitte? Das finden wir genauso. Das kann ich Ihnen nicht zeigen, das ist zu gut. So. Wir finden das Format auch total toll und uns macht es Spaß. Und wenn es euch Spaß macht, macht es uns noch mehr Spaß. Liked uns gerne, umso mehr Likes wir haben, umso mehr gibt's Miele kocht, hoffe ich. So, Tobi, hol's raus. Lass ihn raus, den Tiger. Für all die Dialogara-Fans. Mittlere Intensität, M-Chef mit Klimagarn, 300 Gourmet-Units. Und dann komme ich zu diesem Ergebnis. Ein automatischer Dampfstoß, weil sehr viel Feuchtigkeit vorhanden ist. So sieht's aus. Und das Coole ist, ich habe es ja versprochen, ihr könnt direkt auf dem Blech schneiden, das ist natürlich jetzt frisch. Ich glaube, Christina Frage. Wird gerade noch neidischer, wenn sie das Focaccia sieht, was ich gleich mir aussuchen werde zum Probieren. Ich gucke mal, ob wir es gleich schon rausheben können, weil es ist wirklich, also direkt aus dem Ofen ist eigentlich eine Sünde, dass man so schneidet. Aber wir erlauben uns das jetzt einfach mal, weil eine Menge, oh, guck mal, man sieht auch schön. Man darf es nicht warm schneiden. Deswegen ist es so leicht zusammengedrückt. Aber es riecht total toll. Aber es riecht mega gut. Ja. Und jetzt einfach ein bisschen frisches Öl, alter Balsamico. Und mit Blick auf die Zeit hole ich jetzt noch einmal das Baguette raus. Du erinnerst dich? Ja. Sie erinnern euch, ihr erinnert euch. Also hier sieht man nochmal schön, man darf es nicht warm schneiden, dann wird es so zusammengedrückt. Aber ihr könnt, glaube ich, gut sehen, dass es richtig schön fluffig ist. Ich kann es nochmal aufmachen. Hier, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Einfach ein bisschen Öl und Essig. Wahnsinn. Schön. Baguette. Mit 3 Dampfstößen bei Klimagarn. Im Vergleich hier, das ist das Baguette mit Kombigarn. Da ist die Oberfläche relativ glatt, beziehungsweise auch leicht glänzend. Ich lege gleich mal direkt daneben. Aber jetzt hole ich mal das Baguette dort raus. Und während Tobi das Baguette rausholt, könnt ihr alle eure Kalender zücken und euch den 24. Oktober dick und fett eintragen, denn da ist das nächste Miele kocht zum Thema Kürbis. Und wenn ihr die Woche noch Lust und Zeit habt, die Abende, es sind ja häufig regnerische Abende diese Woche, auch mit uns zu verbringen, morgen haben wir um 17 Uhr, dafür dürft ihr euch bitte anmelden auf der Miele-Seite, miele.de, haben wir Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle. Um 19 Uhr gibt es den Dampfbackofen und am Donnerstag, Tobi, geht es wild her. Genau, How to Cook, 2 Stunden geht es zum Thema Wild mit Miele-Tafelkünstlerin Bettina Seitz. Wir machen eine ganze Menge zum Thema Wild. Rehkeule, Hirschrücken, Fasan. Freut euch auf all das, was wir da vorbereitet haben. Und wenn ihr Lust habt, dieses Format mal live mitzuerleben, also quasi in Präsenz, habt ihr jetzt einen Piloten zum Thema How to Cook, genau. How to Cook. Und zwar bald in München, direkt in der Allianz Arena, das Thema Wein trifft gehobene Küche. Kevin von Holt, seines Zeichens Miele-Tafelkünstler, eben in der Allianz Arena für uns unterwegs, wird 5 oder 6 kleine, ich weiß noch gar nicht, wie viele Gänge es sind. Also bitte, schaut einfach mal rein bei uns in den Eventkalender. Also Wein trifft hochkarätige Lebensmittel über 4 Stunden. Schaut doch mal einfach auf den QR-Code. Genau, den QR-Code, den blenden wir jetzt einmal ein. Hier könnt ihr euch anschauen, welche weiteren Events es noch gibt. Und hier kommt ihr direkt auf die Seite. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr dabei seid. Und da ist auch quasi der 24. Oktober, Kürbis aus dem Backofen und Dampfbackofen, Tobi. Das wird cool. Und jetzt hast du dein Baguette. Richtig. Und du zeigst uns das Baguette in der Tat in 2 Varianten. Einmal mit Kombigaren, also mit durchgehend Feuchtigkeit. Die Oberfläche ist relativ
ja, dezent und leicht glänzend, man kann es vielleicht nicht so gut erkennen. Und mit Klimagarn, dort, ich halte es ein bisschen schräger, da ist das Ergebnis eher schroffer, rustikaler, aber genauso cool, genauso knusprig, wie man sich das vorstellt. Ich stelle es mal ab und dann halte ich mal das frisch gebackene Baguette an. Das ist meine Lieblingsstelle quasi beim Brotbacken immer. Denn viele denken immer, ist das denn knusprig? Das ist mega knusprig. Richtig cool. So. So, und zum goldenen Abschluss der Sendung heute werde ich jetzt einmal... Nimm sie den Quark. Steht mal den ganzen Tag in der Küche. Nein. Macht doch nichts. Was möchtest du? Baguette? Nee, Focaccia. Focaccia. Bitteschön. Ich wurde nämlich gestern noch gefragt, ob ich mir ein Brot wünsche und ich habe mir Focaccia gewünscht. Manchmal mache ich auch das. So wie für euch die Themen, die ihr euch rausgesucht nochmal habt. Vielen lieben Dank für die vielen Themen. Wir gucken mal durch, was wir davon realisieren können. Vielen Dank für eure Zeit. Es hat mega viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen für eure Daumen nach oben. Wenn ihr die Chance habt, gebt uns noch einen Daumen. Das wäre echt cool für weiteres. Und? Es ist mega lecker. Schön. Fantastisch. Schön, dass ihr alle dabei wart. Tobi hat es gerade schon gesagt. Wir freuen uns auf das nächste Mal und die vielen nächsten Male. Macht's gut, habt einen tollen Abend und ganz viele kulinarische Genussmomente in euren Mielgeräten. Bis bald. Tschüss.